Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Domekeeper. Oh Gott, ich bin gerade ein bisschen außer Atem. Bin gerade durch die Wohnung gehetzt, auf Klo gegangen, was getrunken und jetzt bin ich irgendwie voll außer Atem, lustigerweise. Okay. Meine Gesundheit ist auch nicht mehr die beste und meine Ausdauer nach zig Jahren krank sein gefühlt mittlerweile. Erst Covid, dann jetzt ja schon wieder krank aufgrund des ganzen Stress mit der Katze. Irgendwann wäre man auch gerne mal wieder gesund. Aber gut. Vielleicht jetzt hier nach. Ich mache mal ein bisschen Platz. Das stört hier alles ganz schön. Hat denn die Pflanze jetzt schon mal was ausgespuckt eigentlich? Oh, Eisen. Okay, dann holen wir uns auf den nächsten Weg, würde ich sagen. Oh, warte mal, ich nehme es mal gleich ab. Aber ich lasse es noch liegen, damit sich da was Neues bilden kann. Okay, das ist jetzt auch nicht so schlecht, dass wir da diese Pflanze haben, die uns regelmäßig mal was spendiert. Ich meine, manchmal braucht man genau diesen einen und hat den denn nicht. Oh, Gadget. Ja. Okay, unbedingt. Nee, Gadget bitte. Vor allem das Gadget. Und da es schon schwer genug ist, kann man, glaube ich, nicht so viel noch parallel mitschleppen. Ja, schon ganz schön behäbig hier. Okay, los. Mal sehen, was wir kriegen. Eigentlich müsste jetzt mal was Gutes dabei sein. Jetzt kann ja nicht wieder nur Schrott sein. Da wäre ich jetzt echt sauer. Der Aufzug. Ja, sehr schön. Der Aufzug. Ja. Bitte. Oh, da sind wir auch direkt in den Kampf gestolpert jetzt aber. Oh, oh. Hi. Jetzt schon. Wow. Oh, komm ich nicht mehr hin. Aber den jetzt. Nee. Ach Mist. Von mich. Hätte loslassen sollen. Hätte wirklich loslassen sollen. Das ist jetzt nicht gut. Okay, also jetzt muss ich mich hier irgendwie entscheiden. Ich kann die nicht die ganze Zeit so... Aber das ist ja blöd, wenn man zwei davon hat. Das ist ja richtig, richtig mies. Die spielen so ein bisschen Ping-Pong mit mir hier. Okay, der eine ist weg. Na, komm wieder. Okay, wow. Also das war gemein. Das war einfach nur richtig gemein. So, kann ich mir schon irgendwas holen? Ja, hier endlich. Fritzelblitze. Aber leider nur einmal. Okay. Ist mir egal, nehme ich. Oh, hier schon der zweite Mensch. Okay. Ich lasse beide liegen. Das geht aber schnell mit der Pflanze. Sehr schnell. So, hier. Ah, wenigstens haben wir jetzt den Aufzug. Das ist schon mal sehr beruhigend. Können wir hier nämlich alles hinlegen jetzt, so. Soll der sich doch drum kümmern? Ja. Gut, da ist nichts. Okay, dann können wir jetzt auch wieder zurück, theoretisch, mit den Sachen. Wir müssen auch den Aufzug unbedingt dann verbessern. Der kann ja noch gar nicht viel. Ich meine, die drei und von oben noch die zwei aus der Pflanze. So. Ein Vögelchen. Okay, reparieren können wir nicht. Leider. Wir haben 8. Ganz ehrlich, ich mache den noch stärker. Ich finde den wirklich toll, den des Dingens. So. Ab in den Kampf. Der Blitzabwehr ist halt echt super. Vor allem, wenn die dann noch die Gegner killen kann und nicht nur lähmen, dann ist das schon cool. Wie auch mit dem Betäubungslaser. Sobald er killen kann, ist wirklich perfekt. Oh nein, nicht schon wieder. Das kommt ja immer, das Scheißding. Ja, ist jetzt... Noch nicht. Jetzt so. Nein, ich habe nicht ganz... Oh Mist, ich habe wieder zu wenig drauf. Nicht gut erwischt, das Ding. Den Meteor. Also Meteor ist ja nicht das Ding, was das da spuckt. Die Viecher erinnern mich an irgendwas. Achso, vielleicht Kingdom Hearts, die schwarzen Viecher da. So ein bisschen daran. Oder so alle Spiele, wo man so komische Tintenviecher hat.
Oh, Schleimtintenviecher. Fällt mir ein, das ist ja auch Oktober, also so quasi Halloween steht ja an. Wir könnten uns mal überlegen, was wir da vielleicht so Special-mäßiges. Ich würde gerne irgendein Horrorspiel spielen und hier bringen. Nichts sehr Langes, irgendwas Kurzes. Ich hatte auch mal was bei Steam mitgenommen. Ich habe leider gerade vergessen, was es war. Ich gucke da nochmal. Ich weiß, dass ich vor einer ganzen Weile hatte ich mal ein Spiel gekauft bei Steam, wo ich dachte, boah, das wäre geil für Halloween. Da muss ich mal suchen. Weil so ein kurzes Ding für Halloween finde ich ganz schön. Also, was ich auch immer noch gerne spielen würde, geht auch nicht so lang tatsächlich. Hier Dingens. Ach, wie heißt es denn? Ah, das hat Gronkh mal gespielt. Kleines Mädchen, ständig kommen da blutige Sachen im Hintergrund und so. Nee, Alma meine ich nicht. Also nicht vier. Ah, wie hieß es denn? Das war so ähnlich wie Miss Fortune gemacht. Total cool. Geiler Grafikstil. Ich komme gerade leider auf den Namen nicht. Ich vergesse halt immer Namen. Das ist ganz furchtbar. Ich und mein Namensgedächtnis. Ich gar nicht. Reparieren kann ich jetzt. Das tue ich auch. 7. Ja, 7 ist eine doofe Zahl hierfür. 10. Den Aufzug. Ist da was? Ich mache hier mehr Aufzug. Und los. Was ist das? Ah! Okay. What the fuck? Was seid ihr? Was ist das? Okay, der hat mir ein ganzes Schild, glaube ich, weggeballert. Ich bin nicht irre. Okay. Das habe ich ja noch nie gesehen. Interessant. Stürzen die einfach auf uns nieder. Doch, bei Hirnsturz habe ich das mal gesehen. Habe ich mich schon gefragt, warum der da rumschießt. Jetzt weiß ich's. Okay. Das sind also diese Viecher. Ich gucke das immer. Ich gucke LPs. Wenn ich selber LP gucke, gucke ich die immer auf dem Handy ganz klein. Da sieht man eigentlich immer kaum was. Deswegen sehe ich da mal gar nicht so viel von den Gegnern und so. Mittlerweile habe ich ja diesen Sony Bravia TV. Da mache ich jetzt manchmal, dass ich mein Handy damit verbinde. Und dann Let's Plays da gucke, wenn ich Bock habe. Aber ja, meistens gucke ich es dann doch lieber auf dem Handy. Jetzt habe ich mir noch ein Tablet bestellt, weil ich halt so oft krank bin momentan und so. Habe ich gedacht, okay, jetzt jammer ich ständig, dass ich gerne, wenn ich im Bett krank liege, gerne ein Tablet hätte, um das besser alles sehen zu können, was ich da gucke. Jetzt endlich habe ich mir das Tablet bestellt, weil ich dachte, okay, jetzt habe ich eh schon, ich glaube, 5000 Euro für die Katze ausgegeben an Klinikkosten. Ja, tatsächlich 5000, das ist sogar ein bisschen mehr als 5000. Jetzt dachte ich mir, gut, jetzt macht es die 170 Euro, was ich da jetzt fürs Tablet bezahle, macht es auch nicht mehr fett. Also tatsächlich nicht. Jetzt ist es auch egal. Mein Konto ist eh jetzt fast leer. Jetzt kann ich auch noch die letzten 100 Euro für ein Tablet ausgeben. Gibt ja bald wieder Gehalt. Am Monatsende zumindest. So, was haben wir jetzt hier? So. Zum Glück habe ich da Glück. Mein Gehalt ist nicht so wenig. Deswegen kann ich das mal eben machen. Kann natürlich auch nicht jeder. So, vielleicht nochmal Geschwindigkeit? Oder wir machen hier jetzt wirklich volle Pulle. Aber davon haben wir ja ins Prinzip nichts. Vielleicht auch einfach nochmal Schild stärken. Komm, wir machen mal den Schild. Der ist nämlich echt lahmarschig mittlerweile. Also der geht schnell runter, meine ich. Nehmen wir mal. Ich hätte wirklich so gerne den Betäubungslaser. Ich hätte gerne das Gadget. Hoffentlich finden wir das bald. Oh, da kommt schon wieder. Ja, ich kann es jetzt nicht. Ich habe mich jetzt für die Seite entschieden. Jetzt muss ich die auch nehmen. Was macht das Vieh? Jetzt schwebt das davon. Okay. Ich weiß auch nicht. Ich kann mich gerade überhaupt nicht entscheiden, wo ich hier anfange. Die kommen von allen Seiten einfach. Ha! Diesmal habe ich's. Diesmal haben wir es erwischt. Ha! Oh, warte mal. Die sollten wir mal hier hinlegen. 51 haben wir schon. Wie gesagt, das ist hier ein Endlosspiel, ne? Also wir spielen so lange, bis wir tatsächlich tot sind. Also man soll irgendwann einfach sterben von der Übermacht. Ja, weil man ja eigentlich die Sachen da wegbringen soll. Das sollten wir das auch mal machen. Mal wieder ein paar Sachen in die Rakete legen. Da haben wir noch nicht viel getan. Und da kriegen wir auch einen Modifikator und so. Wenn ich das richtig verstanden habe. Halt, du noch. Komm her. Schön hier mit dem lila, pink.
Wir wären Corekeeper, denken so ein bisschen. Wir müssten mal wieder Corekeeper weiterspielen. Das wollte ich tatsächlich nicht beenden. Die meisten hier denken wahrscheinlich, Corekeeper kommt nie wieder. Tatsächlich würde ich das gerne weiterspielen. Ich weiß noch nicht so richtig wann, aber ich möchte Corekeeper eigentlich schon gerne. Ich möchte die anderen Bosse noch bekämpfen. Das wäre mir schon ein Bedürfnis. Das ist halt immer so eine Frage. Jetzt war ich halt so viel krank und mit dem Kater war halt echt schwierig, überhaupt irgendwas aufzunehmen. Aber an sich, auch Kingdom Come soll ja auch weitergehen. Ist ja auch nur passiert momentan. Ich konnte nicht so Spiele spielen, die so extrem anstrengend sind. Ich brauchte so leichte Kost quasi, so leichte Ablenkung in der letzten Zeit. Dass man mal so, ja, einfach abschalten quasi. Ich wollte keine Spiele spielen, wo ich viel nachdenken muss, wie bei Kingdom Come. Komm, ich nehme mal die Geschwindigkeit, weil das war jetzt schon langsam ein bisschen schwierig. Ja, das ist besser. Vor allem ohne Betäubungslaser braucht man die Geschwindigkeit langsam. Die greifen mir hier wirklich jetzt von überall an. Was ist denn das da? Halt. Ganz schön böse. Was seid ihr denn? Hühnchen? Ich sehe Gegner, die habe ich noch nie gesehen vorher. Interessant. Was? Okay, die kommen aus der Erde gekrochen. Cool. Also das war irgendwie cool. Also weder das fliegende Viech oben noch das Hühnchen habe ich jemals gesehen bisher. Ich glaube auch dieses von oben runterstürzende Viech hatten wir selber auch noch nie. Schon cool. Feiere ich gerade ein bisschen, dass wir mal so Gegner sehen, die man sonst nicht sieht. Weil die wollen, also man merkt schon, ne, die wollen hier glaube ich schneller mit wirklichen Gefahren aufwarten. Wir müssen echt mal Sachen wegschicken, sonst kriegen wir ja gar keine Punkte. Wenn wir da nicht Sachen mal reinstecken. Machen wir gleich mal. Da. Okay, so viel schaffe ich nicht. Ist da was? Wir nehmen mal mit, was wir kriegen. Ja, weniger. Geht nicht. 6 ist gerade so okay. Aber ich könnte sogar nochmal. Hier, bleib mal da. Warte mal kurz. Ich muss mal kurz was helfen. So, ich musste mal kurz meinem Kater helfen. Der hat ja immer noch einen Trichter auf dem Kopf und der kam da gerade aus. Der lag unter der Decke vorhin noch mit mir. Und jetzt kam er da alleine nicht mehr raus. Wegen dem blöden Trichter. Jetzt hat er da hin und her versucht. Ich habe ihn mal kurz ein bisschen unter die Arme gegriffen. Die Bettdecke mal hochgemacht. So, schaffe ich das jetzt noch? Ist ganz schön. Huh. Muss auch gleich füttern, sehe ich. Okay, der putzt sich erstmal. Naja, so gut wie man sich mit dem Trichter putzen kann. Er putzt den Trichter tatsächlich. Auch irgendwie niedlich. Ja, sehr niedlich. Ist auch immer ein schönes Geräusch, wenn die so mit der rauen Katzenzunge über den Trichter drüber ratschen. Für die, die es kennen, die werden das wahrscheinlich verstehen. ja. Wir nehmen das mal. Wir nehmen mal Kampfunterstützung, so gut wir sie kriegen können. Ich hab's mal geblitzt. Ach, da. Au, oh Gott. Na, die sind schon weg. Okay. Wow, die runterfallen sind wirklich fies. So, ich wollte ja eigentlich Ressourcen wegschicken, ne? Habe ich jetzt wieder gar nicht gemacht. Haben wir noch was zum Wegschicken? Ja, 4. Komm, mach ich mal. So, ich schicke jetzt einfach mal ein paar Sachen weg. Weil das ja eigentlich auch unsere Aufgabe ist. Wir brauchen sie zwar auch, aber wir machen es mal. Wo waren wir hier? Da sind Sachen. Ja, jetzt drunter, ne? Okay. Nix. Das kommt jetzt doch ganz gelegen hier. 1. Wow. Ich habe mich gerade schon gefreut. Ich dachte, vielleicht kriegen wir 2, 3, 1. Na gut. Ich nehme es trotzdem. Hat
sich hier noch was drin versteckt vielleicht? Ja. Okay, wir nehmen das, was wir jetzt hier kriegen können. Ich kriege sogar noch ein bisschen hier runter. Nimm die Sachen mal bitte mit, Aufzug. Ich darf wirklich hin. Na. Ich sollte wirklich zurückgehen, glaube ich. Okay, jetzt. Wow, wenn man diesen Schnellteleporter nicht hat, dann hat man viel mehr Angst, dass man nicht ankommt. Die Sachen hier rumliegen. Okay. Dann schnell die. Reparatur ist noch nicht da, verdammt. Die kommt jetzt auch nicht, ne? Oh Mist. Das ist ja doof. Kann ich hier nichts machen? 14 hätte ich hierfür gebraucht, scheiße. Irgendwas Sinnvolles? Ansonsten? Nö. Verdammt. Okay. Bringt nichts. Bringt er die noch rechtzeitig? Ne. Hat er leider nicht. Okay. 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 Ich fliege wieder. Oh Gott. Ich treffe gar nichts. Wow, ist das gerade Horror. Ich glaube, wir werden sterben. Die kommen ja gerade von überall. Wow. Okay, das war's. Aber wie gesagt, man soll ja auch irgendwann sterben. Das Spiel ist ja genau dafür gemacht. Also man kann hier nicht... Ach doch, man kann abhauen mit den 30 Dingern. Stimmt, das kann man. Aber wir haben 59, deine neue Bestleistung. Du hast deinen Rang auf 17.305 verbessert. Wow, wir sind voll gut. Wer ist hier erster so? Und was ist das? Hier sind wir. Bits und Bernie Turnip sind über uns. Truba ist erster. Wow, das ist, ja. Also, wir sind nicht weit weg, würde ich sagen. Das kriegen wir hin. Was ist denn bei Friends? Gar nichts. Ich habe keine Freunde. Das ist traurig. Ja, gut. Monster abgewehrt 128. Gesammelte Ressourcen 147. Wellen überlebt 21. Ja, super. Ich gehe mal zurück zum Hauptmenü. Wir sind bei 17 Minuten. Naja, gut, aber ich würde sagen, jetzt anfangen ist Quatsch. Dann würde ich jetzt lieber mal die Kätzchen füttern. In der nächsten Runde würde ich dann, glaube ich, wieder gern ein normales Spiel machen. Vielleicht ja auch nochmal mit der Schwertkuppel. Mal gucken. Können wir auch nochmal ausprobieren. Also dann, wenn es euch gefallen hat, gerne ein Like da lassen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Bye!